Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier im LS25. Diesmal soll es vollumfänglich um den Baumodus gehen. Denn Giants hat bis jetzt noch gar nichts durchblicken lassen, was eigentlich alles neu am Baumodus ist und vor allem, was sich auch verändert hat und wie der Baumodus denn aussehen wird. Wird er besser werden? Wird er schlechter werden? Ich kann euch sagen, es gibt auf jeden Fall einige neue Sachen, die wir da entdecken können, aber die werde ich euch jetzt alle in diesem Video einmal zeigen. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne ein Däumchen da, abonniert auch gerne meinen Kanal und schaut auch gerne vorbei für mehr LS25-Content. Wir sind in Riverbend Springs, einmal an unserem Hof. Da stehen schon vereinzelte Gebäude. Es kommt natürlich auch darauf an, in welchem Karrieremodus ihr das Ganze startet. Ich habe es jetzt mal ganz normal als, ja, also dass man sozusagen hier keine freie Baufläche hat, sondern schon ein paar Gebäude dort stehen. Ihr seht, das Ganze ist natürlich alles ein bisschen amerikanisch angehaucht, aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Wir können mit der Taste P nach wie vor einmal hier dieses Menü öffnen, wo wir natürlich einmal unsere Traktoren auch sehen, unsere Pakete, der Gebrauchtwagenmarkt und so weiter und so fort. Und hier unten haben wir natürlich auch wieder unser Baumenü. Dort klicken wir einmal drauf, dann haben wir wie gewohnt die Baumenü-Ansicht. Was sich hier direkt verändert hat, ist einmal die Steuerung. Und zwar, wir können mit Q und E jetzt hier drüben die einzelnen Reiter durchschalten, aber wir können nicht mehr die Karte drehen. Vorher konnte man nur mit Q und E die Karte eben drehen. Das müssen wir jetzt machen, indem wir die Maustaste gedrückt halten. Wir können mit der Maustaste rein und raus zoomen und ja, das war es eigentlich schon. Und mit WASD können wir eben hier rumfliegen. So sieht's aus. Ansonsten können wir das Ganze natürlich auch einmal hier so aufstellen mit gedrückter Maustaste oder eben so flach ablegen und uns einmal um 360 Grad auch drehen. Der Abrissmodus hat sich auch geändert. Man hat jetzt nicht mehr hier drüben irgendwo einen Button, wo man draufklickt, sondern man klickt entweder direkt auf einen Gegenstand, dort kommt der Button Verkaufen, oder man tut den Abrissmodus mit B einmal aktivieren, dann ist die Scheune auch nicht blau, sondern dann ist sie rot. Wird aber trotzdem gefragt, ob man die Hofscheune verkaufen möchte, ja oder nein, und dann bekommt man eben das Geld gutgeschrieben. So sieht's aus. Genauso ist das eben hier auch mit dieser Weite. Sind noch Tiere, die müssen zuerst raus und ja, dann kann man auch diese Weite sozusagen entfernen. Dann haben wir hier drüben insgesamt 5 Reiter. Das heißt, die Hauptreiter sind weniger geworden und diese Unterkategorien sozusagen sind mehr geworden. Wir haben natürlich jetzt hier einmal hier oben Hallen, also beziehungsweise erstmal Gebäude an sich. Dort haben wir Hallen-Silos, Silo-Erweiterungen, das kennen wir auch schon. Baubare Objekte, das ist komplett neu. Also hier haben wir alle baubaren Objekte drin. Dann haben wir Container, kennen wir auch schon. Wir haben Geräte und wir haben auch Hofhäuser. Da ist auch einiges dazugekommen, gehen wir gleich drauf ein. Dann haben wir den Reiter Fabriken. Dort haben wir einmal die, beziehungsweise Produktionsreiter. Dort haben wir einmal die Fabriken, die Sachen eben herstellen und für uns produzieren. Dann haben wir einmal die Verkaufsstellen, wo wir unsere Güter loswerden können. Wir haben Gewächshäuser. Oh, da sind einige neue dazugekommen, was mich sehr freut. Dann haben wir den Anbau. Dort ist das sogenannte Reisfeld dazugekommen. Und wir haben die Generatoren. Und bei den Generatoren habe ich mich sehr geärgert, dass die Solarpanels, die man, die jetzt zuletzt im DLC kamen, die man aufbauen kann mit dem Roboter, ja, ist quasi nicht mit dabei. Ist hier nicht in den 25er implementiert worden. Vielleicht kommt es noch, ich hoffe sehr stark, weil das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. So, dann haben wir natürlich einmal die Tiere. Dort haben wir die Kühe, die Pferde, die Schweine, die Schafe, die Hühner, die Bienen und Sonstiges. Da haben wir einmal unsere Hundehütte, ne, für unser Haustier. Können wir auch gerne hier einmal platzieren an der Stelle. So, und dann haben wir direkt auch unseren Hundi und dann geht das auch schon los. Wichtig ist, ihr sucht vielleicht auch die neuen Tiere. Und zwar einmal die Wasserbüffel und die Ziegen. Diese sind ja neu in den LS25 gekommen. Die Wasserbüffel könnt ihr einmal in die Kuhstelle mit integrieren. Also die sind quasi in Kuhstellen kaufbar. Und die Ziegen sind in den Schafstellen mitkaufbar. So, dann geht es einmal weiter mit den, ich sag mal, Deko-Objekten. Da haben wir einmal die Zäune. Wir werden das alles noch langsam durchgehen dann. Dann haben wir die Lampen. Die kennen wir ja auch schon. Und wir haben einmal Sonstiges. Und dann haben wir natürlich noch unsere Bodenbearbeitung. Du möchtest den LS25 gerne mit deinen Freunden zusammenspielen und dabei unabhängig vom Spielehost und dessen Leistung sein? Dann schau doch gerne beim McManus Server vorbei. Denn hier bekommst du ganz einfach LS25 Game Server mit einer Top-Performance, einfacher Bedienung und Crossplay für PC, Xbox und PS5. Aber das ist noch nicht alles. Die Server sind 24/7 erreichbar, haben bis zu 25 GB ModSpace und laufen auf aktueller und leistungsstarker Hardware.
Aber das Wichtigste von allen, du hast einen Support, der dir bei deinen Problemen innerhalb kürzester Zeit hilft. Und das Ganze für einen wirklich fairen Preis. Das Beste an der ganzen Sache ist aber, dass du zukünftig ausgewählte Projekte 1:1 kopieren kannst. Das heißt, du kannst dir einen Server mieten, auf dem ein fertiges Modpack mit einem fertigen Savegame liegt. Jetzt brauchst du nur noch auf den Link in der Videobeschreibung drücken, deinen Servernamen aussuchen, deine Servergröße aussuchen, deinen Modspace auswählen und deine Region. Und somit ist der Game-Server erstellt. Und jetzt viel Spaß mit deinem neuen Server. Ich würde mit der Bodenbearbeitung mal anfangen, weil das doch ein spannendes Thema ist, wie ich finde. Und doch auch einige immer wieder Probleme haben mit der Bodenverarbeitung. Allerdings finde ich die Bodenverarbeitung sehr schön im LS22. Also die funktioniert wirklich super, wenn man sie denn relativ gut anzuwenden weiß. Im 25er wird die noch besser funktionieren, weil die Genauigkeit sich von, also aktuell haben wir eine Genauigkeit von 2 Metern bei so einer Bodenbearbeitung. Das hat sich reduziert um 50% oder um, wenn man es zurückrechnet, sogar 100%, hat sich das Ganze reduziert auf 1 Meter. Also wir können viel genauer bauen. Des Weiteren können wir mit einer Genauigkeit von, also was jetzt Modellieren betrifft, dann haben wir natürlich noch Malen, da können wir mit einer Genauigkeit von 12,5 Zentimetern arbeiten und agieren jetzt. Also das ist auch detaillierter geworden. Wir haben natürlich einmal auch unsere Bäume, leider nicht so viel wie im LS22, die sind auch weniger geworden. Zumindest denke ich mir das gerade so. Wir haben einmal unsere Pflanzen. So sieht's aus. Ihr seht auch, das Baumenü ist nicht mehr so angelegt, dass es unten ist, sondern es ist jetzt seitlich. Gefällt mir das besser? Gefällt mir das nicht besser? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich persönlich habe es unten sehr gefühlt. Ich fand es sehr gut unten. Ich weiß nicht, ob es hier an der Seite jetzt... Es ist wahrscheinlich generell erstmal eine Umgewöhnungssache, aber augenscheinlich auf den ersten Blick ist es für mich nicht besser dort, wo es jetzt ist. Allerdings muss ich mich da dran auch erstmal ein bisschen gewöhnen und eingewöhnen und machen und tun. Und deswegen, ja, wartet es da mal ab. Gut, wir fangen mal an mit der Bodenbearbeitung. Die Bodenbearbeitung hat nämlich verschiedene, also Modellierwerkzeuge. Die hatten wir im LS22 aber exakt so auch schon. Wir haben einmal das Heben- und Senkenwerkzeug. Ihr könnt mit der Taste M das Ganze größer machen. Ihr könnt mit der Taste J und K das Ganze intensiver machen. Also sozusagen einmal bis richtig an den Rand heran. Und umso mehr wir das abschwächen, umso weniger wird sozusagen dieser Berg, ihr seht es, ausgebildet, ne? So, dann haben wir einmal das Bodenanpassungswerkzeug, also hier haben wir Heben und Senken, also hier können wir auch natürlich ein Loch machen, das können wir mit der rechten Maustaste machen dann, also mit der linken Maustaste können wir einmal heben, mit der rechten können wir senken, so sieht das dann mit dem Loch aus und ihr seht, das sieht viel, viel, viel besser aus, also, oh mein Gott, was ist das denn? Moment, das war, wieso ist das Radio an? Moment. Das ist ein glatter Hügel bzw. ein Loch mit glatten Kanten hier außenrum. Das sieht richtig gut aus und das ist auch, muss man einfach dazu sagen, das absolute Hauptfeature, was neu ist im Baumodus. Also das ist wirklich das, was im Baumodus prägnant verbessert wurde, extrem verbessert wurde. Und was mich auch sehr, sehr freut, weil ihr seht, man kann hier wirklich richtig, richtig geile Hügel bauen, die wirklich toll aussehen. Das ist wirklich eine super Sache, muss man einfach so sagen. Denn wenn man so einen Hügel hat, ja, dann hat man Kacke gebaut, dann ist das blöd. Das passiert manchmal auch, wenn man Sachen platziert. Und wie kann man die ganze Sache jetzt beheben? Und zwar hat man hier die Bodenanpassung Nummer 2, beziehungsweise nennt sich das direkt Bodenanpassung. Und da könnt ihr mit der rechten Maustaste, das wissen viele nicht, das steht hier auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum das hier nicht steht. Mit der rechten Maustaste kann man einmal sozusagen die Ebene, die man weiterziehen möchte, einspeichern. Also ich drücke jetzt einmal rechts hier hin und jetzt ziehe ich hier rüber. Und jetzt seht ihr schon, hebt es mir das auf die Ebene an. Und ich könnte jetzt theoretisch hier so eine Brücke rüberbauen. Wartet mal, ich kann das natürlich mal noch ein bisschen größer machen, das Ganze. So, Rechtsklick hier auf die glatte Fläche, die ich haben möchte. Und dann Linksklick gedrückt halten. Und dann ziehe ich hier einmal drüber. Und dann habe ich mein Loch weg. Und dann ist das hier 1:1. Genauso funktioniert das mit dem Berg. Ich habe die ganze Zeit die rechte Maustaste gedrückt. Und das, glaube ich, das ist ein Werkzeug, was völlig unterschätzt wurde. Weil damit habe ich bei meinen Hofbauprojekten immer kerzengerade Flächen gezogen, um zum Beispiel Bordsteine zu platzieren und so weiter und so fort. Und das ist super wichtig. Dann habt ihr noch die Möglichkeit des Klettens. Wenn ihr sozusagen so einen Hügel habt, dann könnt ihr diesen natürlich auch kletten, indem wir das einfach mal hier drüber fahren. Und das Kletten sieht auch unfassbar gut aus. Also das ist wirklich, wenn ich überlege, was das für ein Hügel gerade war
und wie schön glatt der jetzt gezogen ist. Also das ist wirklich, wirklich eine feine Sache. Also Glätten funktioniert auch viel, viel besser im 25er, muss man einfach mal so sagen. Hier, und dann können wir einmal hier drüber fahren und dann können wir das hier alles richtig schön glatt ziehen. Und dann haben wir aus diesem großen, ekelhaften Hügel quasi eine schöne, glatte, einen schönen glatten Buckel gemacht. Erdhaufen oder was auch immer. Ne? Und so kann man eben wirklich schön die Umgebung gestalten. Dann haben wir das Ganze noch mit dem Hügel. Den können wir natürlich auch noch machen. Da können wir bei Hügel zum Beispiel eine Zielhöhe hier mit Rechtsklick Hügel Zielpunkt setzen. Und dann ziehen wir quasi hier einmal nach draußen. Und dann seht ihr, kann man das quasi so rampenmäßig anpassen. Und das ist auch wirklich, wirklich, wirklich cool. Hier steht mein Char, deswegen geht das jetzt hier nicht. So, und dann kann man die Zielhöhe anpassen und kann hier echt eine geile Rampe bauen. Es kommt immer darauf an, in welche Richtung man das zieht. Ne? Wo man quasi mit der linken Maustaste jetzt hier ansetzt. Und in die Richtung, wo man zieht, wird sozusagen die Rampe gebaut und quasi langsam nach oben angepasst. So, jetzt habe ich hier eine riesengroße Sauerei gemacht. Die wollen wir natürlich wieder beheben. Das heißt, wir machen einmal hier wieder Rechtsklick mit unserem Bodenanpassungswerkzeug. Und dann haben wir das Problem, dass unser Charter gerade im Weg steht. Und dann ziehen wir hier einmal drüber. Und dann seht ihr, wie schön man das Ganze hier wieder glatt ziehen kann und wieder sauber machen kann. Und wie, als wenn nichts gewesen wäre. Also es ist wirklich toll. Es funktioniert super augenscheinlich. Wir schauen mal, wie sich das weiter verhalten wird. Aber ich glaube, ich werde mit dem Bautool, ich bin ein begeisterter und leidenschaftlicher Bauer. Ich baue super gerne Höfe in meinen Projekten. Und vielleicht kennt der eine oder andere auch das Projekt Bildet von mir. Da ging es eben darum, mit anderen Creatoren gegeneinander. Und Hofbau hat dann entschieden am Ende. Und das ist wirklich toll. Dann haben wir natürlich noch das Malenwerkzeug. Auch hier wird es so sein, dass wir einmal unsere Form wieder ändern können. Einmal in einen Kreis und in ein Viereck. Wir können die Cursorform natürlich auch vergrößern und verkleinern. Das funktioniert auch. Und wenn wir jetzt mal den Kreis nehmen und hier einfach mal so lang zeichnen und hier mal so ein bisschen um die Ecke zeichnen wollen, dann seht ihr auch, wie viel besser das aussieht im Vergleich zu vorher. Ich bin gespannt, wie genau man zeichnen kann. Also das, glaube ich, lässt sich jetzt hier noch nicht so einfach rausfinden. Aber meiner Meinung nach sieht das viel, 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 viel besser aus wie vorher. Und ich glaube, es wird auch viel, viel besser wie vorher funktionieren. Wir haben natürlich jetzt hier auch Fels, den wir zeichnen können. Ne, wir können hier richtig dicht rangehen. Und auch wenn wir jetzt hier schräg zeichnen, seht ihr, ist das nicht mehr so abgehakt. Das ist schon sehr, sehr cool. Also ich glaube, das funktioniert tatsächlich besser. Genauso ist das hier mit den Bordsteinen bzw. mit den Pflastersteinen. Hier haben wir noch so altes Granit-Altstadtpflaster, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau. Und ja, dann kann man hier eben malen. Leider muss man dazu sagen, es ist bei dem Malen nicht wirklich viel dazugekommen. Also hätte ich mir auch mehr Texturen gewünscht, das wäre wirklich schön gewesen. Ich weiß nicht, wie es sich auf anderen Karten dann verhalten wird. Ansonsten haben wir natürlich die Kategorie Bäume. Die Bäume sehen im LS25er unfassbar gut aus. Also die haben sich stark verbessert zum 22er. Das muss man ganz klar sagen. Viel dichter, viel voluminöser sind die geworden. Und die haben nicht mehr eine 180-Grad-Darstellung, sondern die haben eine 360-Grad-Darstellung jetzt. Und das ist natürlich schon ein Riesenfaktor. Leider finde ich die Auswahl der Bäume ein bisschen mager. Da hätte ich mir auch noch ein paar mehr gewünscht. Aber das Ganze wird natürlich auch kartenabhängig sein. Und hier seht ihr auch mal, wie die Bäumchen dann aussehen. Jetzt im Oktober ist natürlich das Blattwerk einmal auf Herbst sozusagen. Und das sieht schon toll aus. Gerade wenn auch dann die Sonne aufgeht und die Sonnenstrahlen dann so durchkommt, das funktioniert nämlich jetzt tatsächlich im LS25 auch. Okay, machen wir einmal weiter. Dann gibt es nämlich noch einmal die Pflanzen, die Wiesen und Büsche, die wir sozusagen hier platzieren können. Ich glaube, das kennt ihr ja. Wir können hier einmal das Gras, einmal Wiese platzieren. Und also wir haben zwei unterschiedliche Wiesen. Also die sind tatsächlich unterschiedlich hoch. Ja, doch, das sieht man schon sehr deutlich. Also das ist schon wirklich unterschiedliches Gras, auch von der Höhe her. Ansonsten haben wir natürlich auch hier wieder unsere Büsche. Die können wir auch hier wunderbar wieder platzieren. Also das gerade zum Ausdekorieren ist das eine feine Sache. Sieht halt im LS25, zumindest wie ich finde, schreibt ihr mir mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Sieht es halt alles viel, viel schöner aus. So, gut, dann gehen wir einmal weiter zu den Hallen. Dort haben wir verschiedenste Hallen und diese können wir natürlich auch hier wieder mit der rechten Maustaste gedrückt halten, drehen. Wir können diese mit F konfigurieren. Mit der Cursor-Taste links oder rechts können wir, also wir haben auch konfigurierbare Hallen. Das heißt, wir können jetzt hier auch die Sonnenkollektoren auf die Halle draufbauen. Genau. Und dann haben wir die einmal hier mit Sonnenkollektor und dann können wir die einmal hier hin platzieren. Der Boden wird ja automatisch angepasst. Das ist wie im LS22. Und wir haben aber auch den freien Modus zum Beispiel. Und wir können aber auch den freien Modus anmachen. Das heißt, die Bodenanpassung ist dann aus.
Dann können wir einmal das Einrastern anmachen. Das heißt, ihr seht, das bewegt sich dann in so einem Raster. Es ist sehr schön, wenn man in einer Linie, also linear bauen möchte oder sonstiges. Das Raster wäre jetzt quasi so und dann könnte man die Halle hier schön in einer Linie setzen. So. So, und dann kann man die direkt daneben setzen und so weiter und so fort. Und dann habt ihr quasi mit der Taste R, könnt ihr dieses Linienraster an- und ausschalten. Ja, ansonsten haben wir einige schöne Hallen. Einige kennen wir aus dem LS22. Ein paar sind aber auch neu dazugekommen. Welche das jetzt so hundertprozentig sind, kann ich euch nicht sagen. Hier zum Beispiel wie die Hofscheune. Ich glaube, das ist halt, das sind so typisch amerikanische Gebäude eben auch. Oder hier so einen Verschlag. Den kann man jetzt auch nicht konfigurieren oder sonstiges. Hier diese könnten wir zum Beispiel konfigurieren. Da können wir halt auch eben Sonnenkollektoren drauf bauen. Boah, ist jetzt so eine Sache, ne, ob man das haben möchte oder nicht. Auch hier geht mit Sonnenkollektoren. Kostet halt auch nur ganz entspannte 207.000 Euro mehr. Ne, muss man halt auch dazu sagen. Was haben wir hier? Eine gute Frage. Ich baue es einfach mal hin und wir gucken es uns mal an. Wir haben halt, wie gesagt, hier einfach 1000 verschiedene Hallen. Wirklich schöne Sachen auch dabei. Dann haben wir hier Silos. Verschiedenste Silos, die wir eben platzieren können. Ihr habt hier unten dann immer das Infomenü dazu. Hier können 75.000 an Feldfrüchten gelagert werden und so weiter und so fort. Ich scroll jetzt hier einfach mal langsam durch. Dann könnt ihr euch diese Silos, die sind ja schon bekannt aus dem 22er, dann könnt ihr euch hier Ballen- und Palettenlager. Guck mal, das zum Beispiel sieht auch ganz anders aus. Also es sieht viel, viel geiler aus, dieses Ballen- und Palettenlager. Und das hatten wir im 22er ja auch schon. Also generell die Texturen sind halt wirklich stark nach oben korrigiert worden und viel schöner geworden. Dann haben wir Silo-Erweiterungen. Das heißt, wir können hier unsere Silos auch erweitern, um zusätzlichen Lagerplatz zu schaffen. Wir haben hier Zusatzwassertanks, Misthaufen, Güllebehälter und so weiter. Mehr gibt es hier auch aktuell noch gar nicht. Dann haben wir aber auch baubare Objekte. Spannendes Thema, werde ich aber ein eigenes Video zu machen. Hier könnt ihr sozusagen auch ein baubares Objekt. Ihr wollt euch jetzt zum Beispiel diese Hofgarage hier bauen. Dann könnt ihr euch die einmal hier hin platzieren. Geht übrigens auch wieder nur um 90 Grad Verfahren, was ja schade ist. So, dann könnt ihr die einmal hier hin platzieren und dann habt ihr hier eine Baustelle, an die ihr dann Sachen anliefern müsst. Großes neues Feature, LS25. Ich mag's, ich find's klasse, ich find's super. Er hat einen tollen Charakter. So, dann haben wir einmal unsere Container. Da gibt's einfach so gut wie gar nichts Neues. Wir haben jetzt hier einmal so ein Windrad mit Wassertank. Da bin ich mir gar nicht sicher, ob es das im 22er auch gab. Ich glaube, das gab es nicht. Das ist neu, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man sozusagen Wasser auffüllen. Finde ich, ist eine coole Sache, passt. Geräte haben wir einmal hier unseren Kärcher, da gibt es eine kleine Besonderheit. Glaube ich zumindest, nicht, dass ich jetzt Mist erzähle. Dann eben unsere Elektroladestation, die Wetterstation, die natürlich unsere Wetterhersage für den Hof verbessert und sozusagen detaillierter macht. Dann haben wir einmal unsere Werkstatt und zwei Wagen, da hat sich nicht viel verändert. Und dann haben wir hier einmal unsere Hofhäuser an sich, wenn ihr quasi schon fertige Hofhäuser bauen möchtet. Da gibt es ein paar wirklich schöne Häuschen, die man, ich weiß gar nicht, ob man die begehen, ich glaube, die kann man nicht begehen, die baubaren kann man begehen, wenn man die einmal fertig macht, aber die hier meines Erachtens nicht. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ich glaube nicht. Nee, die kann man auf keinen Fall begehen. So, wir bauen trotzdem eins hin und testen das und fertig. So, dann haben wir hier unsere Produktion, da fangen wir einmal an mit der Biogasanlage, dann haben wir hier eine Bäckerei, eine Schreinerei, das ist ein spannendes Thema, das ist nämlich neu ein Zementwerk, dort können wir Steine verarbeiten. Wir haben eine Müsli-Fabrik, wir haben also eine Steine verarbeiten und können sozusagen Ziegel daraus herstellen, also Dachziegel und Betonziegel oder Steinziegel. Müsli-Fabrik haben wir, eine Molkerei, Getreidemühle, Traubenverarbeitung für den Traubensaft, eine Ölmühle ist auch noch neu dazugekommen. Man kann auch Reis zu Öl, also Reisöl wird es jetzt auch geben. Die Papierfabrik, die kennen wir schon, die Sägemühle, das einfache Sägewerk, der Wuttmeister sozusagen, die Spinnerei. Schneiderei. Sieht auch sehr schön aus, finde ich. Also hier diese amerikanischen Sachen, ich finde, die sehen wirklich cool aus. Und dann gibt es aber was Neues. Seilerei ist auch neu. Also man kann jetzt auch aus der Wolle Seile herstellen, was ich sehr, sehr cool finde. Geiles Update. Man hat hier eine Bötscherei. Da kann man Fässer, Eimer und so weiter herstellen. Bin ich mir nicht sicher, ob es im 22er gab. Dieses Platinium oder wie das hieß, war ja super umfangreich mit der ganzen Forstgeschichte. Ich kann euch nicht genau sagen, ob es das gab im 22er. Wir haben eine Molkerei, Kartoffelverarbeitungssachen in Kartoffelchips, das kennen wir auch. Da ist wirklich viel dazu gekommen in der Konservenfabrik. Die gibt es auch schon im 22er und die Suppenfabrik auch. Aber da ist wirklich viel dazu gekommen, gerade durch die neuen Gewächshaussachen, wie zum Beispiel die Chilis, Knoblauch ist ja dazu gekommen, Lauchzwiebeln, ich weiß gar nicht, was jetzt noch war, Pilze, ja und so weiter und so fort eben. Dann haben wir hier nochmal eine andere Spinnerei und dann haben wir hier, das finde ich ist ein spannendes Thema bei den Produktionen, würde ich euch aber in einem extra Video nochmal erklären, solche kleinen
Produktionen, die einfach nur, die man hier einfach platzieren kann. Also das sind solche kleinen Mini-Produktionen, die kann man sich quasi hier hinbauen. Und die sind auch gar nicht so teuer wie die anderen. Und dann kann man sozusagen hier direkt so... Ich weiß auch nicht so richtig, was das ist am Ende. Dann kann man direkt so kleine Produktionen hier betreiben vor Ort. Gut, die werden natürlich nicht so viel erzeugen und nicht so schnell erzeugen, wie das die großen Produktionen tun. Aber dazu mehr im Produktionsvideo. So, dann haben wir natürlich Verkaufsstellen. Da haben wir einmal ein Biomasseheizkraftwerk, Klaviermanufaktur, das ist neu. Hier haben wir auch nochmal so ein Biomasseheizkraftwerk, können wir auch nochmal bauen. Gesteinsbrecher, ein kleiner, der ist auch super witzig. Dann haben wir natürlich diesen großen Gesteinsbrecher noch. Einen kleinen Bauernkiosk, da können wir unsere Sachen verkaufen. Da gab es ja einen Screenshot, wo auch die Gewächshausprodukte geleakt wurden. Ein großer Bauernkiosk, Bauernmarkt. So, dann haben wir Gewächshäuser. Die sind echt schick geworden. Und die sind auch wirklich größer geworden. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Im Vergleich mal das billigste Gewächshaus. Gewächshaus für Reissetzlinge, genau hier oben. Und dann haben wir hier einmal das kleinste Gewächshaus. Das billigste für 9.000, für 36.000 das größte. Dann haben wir hier nochmal Gewächshäuser. Das sind einmal Foliengewächshäuser. Und dann gibt es natürlich noch wieder die Glasgewächshäuser. Also nicht von Glas, sondern Glas. Und dann gibt es noch einmal Gewächshäuser für Pilze. Die sind auch neu dazugekommen. Ganz schöne Oschis. Finde ich super. Gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir natürlich unseren Anbau. Den Rebstock einmal für Weintrauben und einmal für Oliven. Und wir haben natürlich auch unser Reisfeld. Unser Reisfeld können wir einfach erstellen, indem wir uns, können wir kunterbunt machen hier. Indem wir einfach die Ecken ziehen, wie wir das möchten. So. So. Gut, und jetzt ist das Reisfeld erstellt sozusagen und jetzt können wir das ganze Moment. Genau, wir können mit der Taste N und M noch die Platzierungshöhe dieses Reisfeldes ändern. Das ist auch ein spannendes Thema. Ich übertreibe das jetzt einfach mal und platziere das mal weiter oben. Und jetzt können wir sozusagen abschließen mit der rechten Maustaste und Rambazamba. Dann seht ihr, haben wir ein Reisfeld einmal gebaut mit der Platzierungshöhe ziemlich weit oben. Und dann können wir uns das mal angucken. Da haben wir nämlich so eine richtig kleine Wall hier. So einen richtig kleinen Berg. Das Schöne ist, ihr könnt natürlich, das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Zum Thema Reisfeld mache ich euch aber auch ein extra Video noch. Ihr könnt natürlich dieses Reisfeld, Moment, neues Feld anlegen. Genau. Könnt ihr natürlich auch einmal, zack, so machen und geht mit der Platzierungshöhe nach unten. So, abschließen. Und dann habt ihr eben den Vorteil, dass ihr eben dieses Hügelige nicht habt, sondern einfach nur so eine kleine Versenkung. Das finde ich eigentlich super spannend. Also das finde ich richtig cool. Und dann könnt ihr das Ganze hier an der Pumpe sozusagen einmal fluten und dann geht das los. So. Wunderbar. Genau. Okay. Pumpe läuft. Das passt. Ne, so könnt ihr eure Reisfelder eben an eure geografischen Gegebenheiten anpassen, was ich sehr, sehr gut finde, tatsächlich. So, dann haben wir einmal noch die Generatoren. Da ist, wie gesagt, leider nicht viel Neues dazu kommen. Es gibt ein Windrad, ja, das können wir mal hier hinstellen. Es gibt das kleine Windrad, das stellen wir einfach mal daneben. Überlappt mit irgendwas, was auch immer. Dann haben wir hier unser Solarfeld. Hier unten steht auch immer, wie viel Strom erzeugt wird, von 0 bis 13.900 pro Monat. Ist natürlich abhängig, auf welchen Schwierigkeitsgrad ihr auch spielt, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Gut, gehen wir weiter zu den Tieren. Da wird es nämlich nochmal spannend. Bei den Tieren ist es nämlich so, dass wir einmal unsere ganz normalen Ställe haben. Die kann ich euch einmal, also so ein Stall hier zum Beispiel bei den Kühen, kann ich euch einmal zeigen. Den kann man jetzt hier hin platzieren. Moment, haben wir doch irgendwo ein bisschen Platz? Ich habe ganz schön viel gebaut jetzt. So, könnt ihr hier einmal den Stall platzieren, möchtet den Zaunkuhstall groß anpassen. Und dann könnt ihr auswählen, ob ihr den Zaun, ob ihr die Weide, die Außenweide anpassen möchtet. Und da können wir jetzt sagen, ja. Und dann können wir die Weide sozusagen so bauen, wie wir das Ganze möchten. So, und dann schließen wir die dort an und dann passt das. Und so entsteht jetzt unsere Weide für die Kühe. Wir haben aber bei jeder Tierart auch eine Weidefunktion bzw. eine Weide, die wir auf den Wiesen errichten können. Und zwar bei den Kühen sieht das dann eben so aus. Da werdet ihr auch wieder gefragt. Dann sagt ihr einmal ja, Weide anpassen. Und dann könnt ihr die Weiden wirklich so, wie euch beliebt, einmal erstellen. Und das, finde ich, ist eine sehr coole Sache. Das Ganze geht natürlich auch bei den Pferden. Bei den Hühnern geht es nicht. Da gibt es einmal Vorsicht. Bei den Hühnern ist es so, wenn ihr da hier zum Beispiel Schweine wollte ich eigentlich jetzt gerade... Moment, müsst ihr einmal hier auf die Weide klicken. Bei den Schweinen wollte ich eigentlich ganz gerne die Weide einmal anpassen. Genau. So, und dann habt ihr eine kleine Schweineweide. Und es ist tatsächlich, je nachdem, wie groß ihr eure Weide gestaltet, umso mehr Tiere könnt ihr in diesem Stall halten. Das ist auch eine super coole Sache.
Gut, dann gibt es das Ganze natürlich auch noch für die Hühner. Hier haben wir auch schöne Hühnerställe übrigens dabei. Finde ich ganz nett. Der größte Hühnerstall hat 360 Hühner. Ist eine feine Sache. Wir haben ein paar Bienenstöcke. Die sehen richtig, richtig cool aus jetzt. Wie ich finde. Gerade hier diese kleinen Häuschen da. Irgendwie sehr nice. Und eben unsere Hundehütte. Ansonsten haben wir unsere Zäune. Da gibt es eine ganze Menge Zäune. Gibt es nichts Neues zu sagen. Wir können die Zäune auch mit der Taste R einmal einrasten. Beziehungsweise einmal in den freien Modus gehen. So, jetzt haben wir die eingerastet. Und jetzt kann man hier die Zäune eben platzieren. Erstmal, wo ich ganz drüber, also wo ich wirklich drüber enttäuscht bin. Wo sind die grünen Hecken? Scheiß! Wo sind die grünen Hecken? Die sind nicht mehr da. Es gibt hier, was weiß ich, was das sein soll. So ein Oller, keine Ahnung was. Wo sind meine grünen Hecken, Chance? Das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt das nicht machen. Nein, also wirklich, ich gehe auf die Barrikaden. Ich will meine Hecken. Und wehe, die Hecken kommen nicht wieder rein. Ey, das darf doch nicht wahr sein, Chance. Ihr habt mir das Herz zerrissen, indem ihr die Hecken einfach weggemacht habt. Es gibt keine Hecken mehr. Und das macht mich unfassbar traurig. Also wirklich unfassbar traurig. Gut, egal. Gehen wir aber mal weiter. Wenn ihr nämlich einen, also ihr könnt jetzt den Segmenttypen übrigens auch wechseln. Da könnt ihr, also beziehungsweise ganz kurz, um das nochmal von Anfang an zu erklären. Es ist jetzt eben so, wenn ihr einen Zaun bauen wollt, ihr seht, ihr habt hier die Tore nicht mehr mit aufgelistet. So, das heißt, ihr möchtet hier diesen Zaun bauen, dann könnt ihr das einmal machen. Und dann habt ihr aber auch die Möglichkeit, den Segmenttypen zu wechseln. Und zwar mit der Taste N und M. So, dann gehen wir mal auf Segmenttyp 2, da habt ihr so ein einzelnes Tor. Dann gehen wir auf Segmenttyp 3, dann habt ihr dieses Tor. Und Segmenttyp 4, dann haben wir ein großes Tor. Und das ist tatsächlich eigentlich sehr smart gelöst, wie ich finde, weil dann ist das hier viel, viel übersichtlicher. Und ja, man hat nur noch die Zäune an sich und hat dann eben verschiedene Segmenttypen, die man dann, wenn wir jetzt zum Beispiel hier diesen Segmenttyp, dann haben wir hier so ein Tor. Und dann gehen wir wieder auf den Segmenttypen, dann können wir hier weiterbauen. Ist eigentlich schon geil, ne? Muss man ehrlich mal so sagen. Warte mal, oder gibt es vielleicht doch noch Hecken? Nee, ich hab die Hoffnung aufgegeben mit Hecken. Es gibt keine Hecken. Es gibt aber keine Hecken. Ja, das hat mich sehr traurig gemacht. Da muss ich ja immer sagen, weil es bei den Hecken wahrscheinlich diesen Segmenttyp nicht gibt von Tor. Aber das ist mir eigentlich völlig Wumpatz. Ich will meine Hecken. So, genauso hier Segmenttyp, großes Tor, kleines Tor. Einfaches Tor, die sind auch neu dazugekommen, diese kleinen Tore hier. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, so sieht's aus. Gut, dann gehen wir einmal weiter in Lampen. Bei den Lampen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass man sie halt hinstellen kann. Cool wäre, wenn man die Lampen hier im Baumodus ein- und ausschalten könnte, dass man sozusagen das Ganze schon mal sieht. So muss man halt eben wieder auf die Nacht warten. Aber ansonsten gibt es hier ein paar schöne Lampen. Es sind auch ein paar neue dabei tatsächlich. Viele alte natürlich aber auch. Und da könnt ihr euch hier austoben. So, dann haben wir noch einmal Sonstiges. Da haben wir tatsächlich hier unsere Schuppen. Und zwar die ersten drei Schuppen sind wichtig. Das sind nämlich unsere Toolsheets. Und diese Toolsheets sind dafür da, um unsere Werkzeuge einmal abzulegen. Die können wir nämlich, also Werkzeuge sind jetzt eigene Gegenstände sozusagen auf der Karte. Und die können jetzt abgelegt werden, wie zum Beispiel die Kettensäde, das Markierungsspray, die Pferdebürste und so weiter und so fort. So. Und der Rest, Getreidespeicher und so weiter, hier diese ganzen Sachen, sind einfach nur Deko. Ne? Man kann sich hier auch so eine schöne kleine Anbaugarage hinsetzen. Man kann sich hier irgend so ein Häuschen bauen, was auch immer, so eine Reiterhalle hier und, und. Also da sind viele tolle neue Sachen dazugekommen. Können wir uns gleich nochmal anschauen. Hier haben wir nämlich zum Beispiel auch die Schuppen. Ich kann mal einmal, Moment, kaufe uns mal schnell eine Kettensäge. So, und dann könnt ihr einmal hier in eure Toolsheets sozusagen hier die Tür öffnen. Moment, so. Könnt da reingehen und nehmt einmal eure Bürste in die Hand und dann könnt ihr die hier... Oh, nein, 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 nein. Und könnt die hier einmal ablegen. Und dann hier die Kettensäge natürlich genauso. Und das finde ich echt eine coole Sache. Können wir uns natürlich hier die Sachen alle wieder nehmen. Zack. So, und dann können wir natürlich auch einmal hier rüber gehen. Ihr seht dann hier einmal die Anzahl der Werkzeuge, die man ablegen kann. Also je größer der Schuppen, umso mehr Werkzeuge könnt ihr sozusagen hier reinlegen. So, hier kann man sozusagen bis zu 4 Kettensägen reinlegen. 3 Markierungssprays und ja, so... Dann können wir das auch noch ablegen. Das auch noch. Dann haben wir hier noch eine Kettensäge. Wer halt richtig geil drauf ist, ne, der kann sich hier richtig viele Kettensägen reinpacken. Übrigens, die Taschenlampe hat man jetzt auch in der Hand. Gut, das einmal zu diesen Schuppen. Das war es erstmal alles gewesen zum Bautool. Also ich glaube, ich habe euch soweit erstmal alles gezeigt und vorgestellt. Ich glaube hier, die Gewächshäuser sind noch eine super interessante Sache. Gerade diese Foliengewächshäuser. Auch diese Glasgewächshäuser. Sieht halt alles sehr, sehr schön aus. Da hinten die Pilze. Eine Sache nur ganz kurz und zwar lasst mich mal schnell zum Kärcher gehen. Der Kärcher ist nämlich eine spannende Geschichte. Ihr könnt nämlich einmal die Lanze nehmen. Und ihr könnt einmal...
Und das gab es im 22er nicht. Und das ist echt geil. Also das finde ich wirklich, wirklich, wirklich sexy, dass man den Kärcher hier rumschieben kann und kann sozusagen die Position verändern. Also das ist schon mega, mega nice. Ne? Muss man wirklich sagen. Und hier habt ihr auch nochmal, also hier seht ihr auch nochmal diese kleinen einzelnen Produktionen, die eigentlich echt super sweet aussehen. Da können wir hier mal an das Produktionsmenü reinschauen. Da sehen wir hier einmal die Büffelmilch. Also das ist Wahnsinn, die Molkerei. Allein diese kleine Produktion, was man da alles herstellen kann, was man da... Boah, geisteskrank. Also das ist wirklich irre. Wirklich irre. Hier können wir einmal Zuckerrohr, Zucker, Zuckerrübenzucker und Zuckerrübenschnitzelzucker herstellen und so weiter. Dann kann man diese Produktion eben anschmeißen. Goodie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einmal zum Baumodus, zum neuen. Augenscheinlich, auf den ersten Blick, könnte man denken, im Baumodus, der Baumodus hat sich nicht stark verändert. Allerdings hat der Baumodus ein paar wirklich gravierende Updates bekommen mit der Genauigkeit. Man kann wirklich viel schöner bauen jetzt. Und ich glaube, es werden auch einige Mods kommen, die gerade den Baumodus wirklich dann komplimentieren werden. Und ich glaube, man kann unfassbar schöne Höfe bauen. Gerade mit dieser Grafik hier im LS25 und mit diesen neuen detailreichen Baufunktionen ist das wirklich eine schöne Sache. Mir gefällt das sehr gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ich da lesen kann, wie ihr das Ganze findet. Und in diesem Sinne bin ich erstmal raus. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manus.